Basketballprofi Paul Zipser steht vor der Rückkehr in die NBA. Nach Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung hat der 24 Jahre alte Flügelspieler bei den Brooklyn Nets unterschrieben und befindet sich bereits in den USA. Zipser wäre der 8. aktuelle deutsche Profi in der besten Liga der Welt. Zipser hatte zuletzt bei seinem Heimatverein, den MLP Academics Heidelberg, für ein Comeback gearbeitet. Sein Vertrag im Sommer war von den Chicago Bulls nicht verlängert worden. Nun geht es für den ehemaligen Spieler des FC Bayern München zurück in die NBA. Die Nets kämpfen nach einem schwachen Saisonstart gerade um einen Playoff-Platz im Osten. In Brooklyn ist der frühere Bundestrainer Chris Fleming als Assistenztrainer tätig.